Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf der Xbox Series X. Schön, dass ihr bzw. du wieder eingeschaltet habt zu dieser brandneuen Ausgabe und wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß mit der heutigen Folge, denn ja, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, dadurch nochmal ein paar Bosse nachzuholen, ja, die wir jetzt so ein bisschen so beiseite geschoben haben. Unter anderem halt natürlich den Baumwächter, den wir überraschenderweise in der letzten Ausgabe besiegt haben. Und mit dem neuen Wissen könnten wir uns tatsächlich uns jetzt mal den Steingräber-Troll schnappen. Ja. Das war, glaube ich, nicht richtig. Können wir uns mal den Steingräber-Troll uns mal holen? Ja, weil ich habe tatsächlich einen Tipp bekommen, wie man den Steingräber-Troll am besten angehen müsste. Und zwar, so wie ich das mitbekommen habe, sollte man da tatsächlich nicht mit einer Stichwaffe rangehen, sondern tatsächlich mit einer Schlagwaffe. Und deswegen habe ich mir jetzt den Dreschflegel ausgerüstet. Soll tatsächlich gut gegen ihn helfen, weil damit prallen wir zumindest gar nicht ab von den Angriffen her, die er gegen uns ausrichtet. Und von daher versuche ich dann dementsprechend mir den Kampf so ein bisschen einfacher zu gestalten, weil wir können natürlich hier die Asche nutzen, um die Wölfe zu rufen, aber dieses doofe Troll macht ja so super schnell Hackfleisch aus denen. Und ja, das wollen wir ja quasi nicht. So. Deswegen. Ja, geben wir dem Ganzen einfach mal einen Try. Ich habe ja nicht so viele Runen, von daher mir ist es eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Aber. Ja. Nee, springen wir mal hier runter. Da war ja irgendwas. Genau. Nicht, dass wir da irgendwie. Ne? Ja. Und von mir aus könnt ihr ja ruhig drauf gehen. So. Nicht, dass wir da irgendwie so die ganze Zeit ständig von ihr abprallen. Naja. Na, ihr wisst ja schon. So, wie gesagt, deswegen versuchen wir das Ganze mal. Geben dem nochmal einen Try. Der ist extrem hart, das weiß ich. Aber unmöglich zu besiegen ist er eigentlich nicht. Weil man weiß, wie man gegen ihn kämpft. Und deswegen, wie gesagt, danke für den Tipp auf jeden Fall. Dass man da mit einer Schlagwaffe rangehen müsste. Ja, mal gucken, ob das dann Früchte trägt. So, ich starte mich mal einmal ganz kurz aus. Und man meinte, der Kopf sei am gefährlichsten. Oh ja. Oh ja. Oh, wir richten mehr Schaden gegen ihn an. Okay, das ist nice. Ach, man muss einfach mal wirklich sich da einfach nur ein bisschen mal den Kopf machen. So. Ja, aber. Ja, okay, der hat uns eigentlich ganz gut im Clinch aktuell. Aua, okay. Ja, egal. Komm, wir gehen mal auf pure Offensive. Aua, okay. Aber. Schaut euch mal an, ey. Dass wir da mehr Schaden gegen ihn verursachen, ist schon krass, muss ich sagen. Na, ja, also einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, welche Waffe man einsetzt und dann ist der Gegner urplötzlich machbar. Das finde ich cool auf jeden Fall. Ja, wir porten uns mal unter Marikas Fall. Ich hoffe mal, der portet uns da richtig hin. Ja, den Fahrstuhl habe ich mir extra hoch raufgefahren. Ja, und dann erreicht es einfach nur die ganze Zeit hier doof drauf einzuklöppeln.
bis der fällt. Und runter. So. Dann fahren wir den Fahrstuhl einmal hoch. Aber coole Sache auf jeden Fall. Damit machen wir uns den Kampf so viel einfacher. So. Versuch Nummer 2. Ja, okay, das ist dumm. So. Oh, das ist jetzt unsere Chance. Wir müssen einfach nur den Kopf treffen. Und bam! Bam, für all das, was du Hund dir angetan hast, du Dreckiger. Ach, geht doch. Medaillon des Brüllens haben wir dafür bekommen. Und unsere Runen kriegen wir auch wieder. Nice. Boah, echt, das musste jetzt gerade echt mal raus, ne? So, damit können wir jetzt auch wirklich die Fahne aufstellen, dass wir es jetzt auch abgeschlossen haben. Sehr schön. Ja, das heißt, einen Gegner haben wir schon mal weniger. Verbleiben uns ja nur noch 2 Bosse, den Dunkelkavalleristen und dieser komische Dude. Stell mir jetzt ein bisschen die Frage, okay, wollen wir ihn wirklich bekämpfen, weil ich glaube, gegen den hätten wir wirklich keine Chance. Aber versuchen können wir das ja. Na? Vielleicht starte ich mich mal ein bisschen anders aus. Wir können mal vielleicht mit der Doppelklinge agieren. Und danach mal ausprobieren. Tatsächlich. Ist das wirklich meine Genugtuung, ne? Das muss ich ganz klar sagen. So. Porten wir uns einfach mal hin, würde ich sagen. Hier. Zur Südseite. Süd! Mal probieren wir nochmal gegen diesen komischen da. Geben wir da auf jeden Fall mal einen Versuch nochmal. Und wenn der nicht besiegbar ist, dann lassen wir ihn auch. Weil dann macht es ja keinen Sinn, gegen den zu kämpfen. Weil, wie gesagt, ich denke mal vermutlich, dass es auch hier davon abhängig sein wird, wie viele Tränke man hat. Genauso auch mit dem Ritter. Ich dachte schon. Warte, Moment mal. Nee. Okay, ich dachte schon, das wäre irgendwas, was wir draufschlagen können. So. Dann versuchen wir das mal, würde ich sagen. Können wir eigentlich wieder raus? Nee, ne? Ja, okay. Nein, alles klar. Hat sich erledigt. Das hat sich erledigt. Ja, machen wir mal Rikas Fall. Das hat sich erledigt. Gut, dann lassen wir ihn erstmal einfach mal offen. Würde ich sagen. Ja, dann sammeln wir erstmal schön hier die Runen auf, die hier oben wieder rumliegen, ne? Weil die 2000 möchte ich ja jetzt natürlich nicht verlieren. So. Aber
seine Sklaven hier nehme ich mal trotzdem mit, weil die bringen immer noch die Kronen. Dafür, dass sie halt nichts tun. Ja, und dafür kriegen wir sogar einen Refugiumstein. Ja, was das auch immer für ein Gegenstand sein soll, aber das ist schon mal gut. Ich denke mal, das könnte vielleicht irgendwas Wertvolles sein. So, Ruinenfragment. Ich glaube, ich kündige schon mal auch im Vorfeld an, dass das die letzte Folge dieser Aufnahmesession sein wird. Weil zum einen ist es ja auch recht, jetzt auch relativ spät. Und zum anderen muss ich mich dann auch an die Videobearbeitung mich mal ransetzen. Na, dass die Videos dann für nachher dann auch rechtzeitig auf YouTube erscheinen. Auch wenn ich tatsächlich irgendwie weiterhin Bock hätte, hier Elden Ring zu zocken. Aber ich denke mal tatsächlich, dass wir auch relativ viel jetzt schon gemacht haben. In der Zeit. So. Da ist noch einer. Und bam! Ich glaube, dieses Refugiumstein ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Kann das sein? Ich muss mal kurz gucken, was das Ding überhaupt kann. Ah ne, ist ein Material. Findet man in Trümmern aller alter Ruinen, aber selten. Okay, so sehr seltener Gegenstand. Ah, ja, nebenbei selten, genau. Just in dem Moment kriegen wir dann nochmal so einen Refugiumstein. Nice. Ja, lohnt sich vielleicht mal die Gegner doch mal ab und an öfters mal zu zerschlagen. Ja, auch wenn die natürlich eigentlich sich überhaupt 0,0 zur Wehr setzen, aber trotzdem eigentlich mal ganz nett die Geschichte, weil dann kriegt man ja doch noch Gegenstände, wo man sich dabei denkt, ja, das erwartet man nicht unbedingt, sagen wir es so. So, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Ich würde jetzt mal überlegen, wie wir jetzt weiter vorgehen tatsächlich, weil, ne, wir haben eigentlich so ziemlich erstmal alles hier erkundet, was es zu erkunden gab. Ja, wir kriegen auch immer Bolzen, aber keine Pfeile, ne? Kriegen Bolzen, aber keine Pfeile. Das ist ein bisschen schade. Ja, was könnten wir denn eigentlich noch machen, ne? Um die Folge noch mal ein bisschen zu füllen. Wie gesagt, ne, den sparen wir uns auf, den Dunkelkavalleristen, den Bluthund sparen wir uns auf. Das heißt, rein theoretisch können wir dann in der nächsten Folge, ne, machen wir mal nochmal so eine Storytime tatsächlich. Das würde ich dann in der nächsten Folge angehen. Da stelle ich euch dann nochmal die Gegenstände vor, die wir jetzt neu eingesammelt haben. Ich hoffe mal, es kommt keiner doppelt vor oder ich lasse welche außen vor. Und dann würde ich überlegen, ob wir dann wirklich jetzt mal die Hauptstory fortfahren und jetzt durch das Sturmtor gehen. Oder ob wir vielleicht uns nochmal einen Besuch abstatten beim Friedhof der Gestrandeten. Und da nochmal gucken, ne? Weil da haben wir auch noch einen Gegenstand offen, den wir noch einsammeln können. Und zum anderen ist dann noch dieser Nebeltor, den wir auch noch überqueren müssten. Also von daher, ja, gucken wir mal. Für die restliche Folge würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir mal so ein entspanntes Ding. Füllen das Ganze mal auf halbe Stunde und dann ist auch gut, schätze ich mal. Ich denke mal noch, dass dieser Schauplatz irgendwie noch eine wichtige Rolle spielt. Oder wer weiß, vielleicht finden wir ja durch Zufall wieder Bock. Das hätte mal was, tatsächlich. Ne? Weil Bock ist jetzt komischerweise hier wieder nicht mehr da. Ihm haben wir die Nähnadel gegeben. Ich weiß auch sowieso nicht mal, wozu dieser Nähnadel gut war. Aber ja. Ah, mit dir reden können wir nicht. Vielleicht jetzt? Okay, la 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 la.
Man, die erzählen auch immer die gleichen Stories, ne? Das ist ein bisschen langweilig. Ein bisschen schade, aber auch. Oh. Da willst du gegen mich kämpfen oder nicht? Ach, obwohl, lass mich in Ruhe. Ich habe kein Interesse, gegen dich zu kämpfen. Du bist ein Witz gegen mich. Weiß ich nicht, ey, was könnte man denn noch machen, tatsächlich? Bei den Händlern haben wir ja auch schon Besuch abgestattet. Wobei, wir können mal vielleicht mal gucken. Ich kehre mal kurz zurück, ob wir vielleicht diese Notizen, die wir haben, zu diesem Steingräber-Troll und so weiter, ob wir die verkaufen können. Das wäre vielleicht mal auch mal interessant zu wissen. Können wir die Notizen verkaufen? Nee, können wir tatsächlich nicht. Okay. Schade. Achso, apropos. Was macht der denn? Verstärkt Brüllen und Odem-Angriffe. Okay, und der ist gut was wert, auf jeden Fall. Aber bringt uns, glaube ich, jetzt erstmal nicht viel, ne? Boah, die goldene Bälle Hellebarde ist einfach 500 wert, ne? Aber echt mega geil mit dem Steingräber-Troll und den Dings. Ja, und dem. Mit dem Flegel, ey. Also ich muss zugeben, ich wäre wirklich, eigentlich wirklich nie auf die Idee gekommen. Einfach aus dem Grund, weil. Naja, ich dachte so, dieser Flegel ist halt einfach nicht gut. Aber gut. Ne, man muss halt wirklich, glaube ich, mit allen Waffen mal gespielt haben. Um zu merken, dass diese Waffen irgendwo nützlich sind. Und jede Waffe hat auch dadurch seinen Nutzen, ne? Das ist halt eigentlich mega cool auf jeden Fall dadurch. Finde ich nice gemacht. So ein großer Gegner gibt es ja auch nicht mehr, ne? Wir haben ja eigentlich alles platt gemacht, was wir platt machen konnten. Da können wir aber Patches mal vorbeischauen. Ja, ist eine gute Idee. Ich schau mal bei Patches mal vorbei. Vielleicht hat er irgendwie so noch so Objekte, die wir von ihm kaufen könnten. Aber dann wird er wahrscheinlich hier nach unten verweilen, ne? Och ne, da müssen wir uns durchschlagen. Habe ich auch keine Lust. Ja, nee, das gefällt mir gar nicht. Ja, gut. Ja, lass mich mal hier durch, danke. Moin. Well, nice of you to drop in finally. It's all a bit ad hoc, but I'm sure you'll find something. And welcome to Patches Emporium, where you won't need a refund, because everything's top notch. Oh, nice. Okay, das heißt, wir können jetzt bei ihm einkaufen. Das konnten wir jetzt davor tatsächlich noch nicht. Sehr schön. Was hat denn für uns? Fächerdolche, werft mehrere Messer mit in Fächerform, um Gegnern Schaden zuzufügen. Okay. Margits Kette bindet kurz den gefangenen Margit auf Erden. Okay. Gnadenimitator. Das Licht weist den Weg, jedoch ohne Ordnung. Okay. Blutige Eiterfinger. Versucht eine Invasion der Welt anderer Spieler. Steinschwertschlüsse bietet er an. Handbuch des Missionars. Parierdolch. Okay. Großpfeil. Ballistenbolzen. Oha, okay, die Sachen sind nice. Holzschild mit Pferdewappen. Und Opferzweig geht beim Tod anstelle von Runen verloren. Oh, das heißt, einmalig können wir uns Runen behalten. Okay. Das ist nice. Müssen wir aber gucken. Die Pfeile können da interessant sein, ne? Aber ich denke mal, wir werden sie in der Welt genug finden, oft genug finden.
Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir denn so Schönes haben. Was wir ihm vielleicht eventuell anbieten können. Aber ich glaube von sich aus nichts viel, ne? Ich meine, wir können ja mit dem Schwert der Getreuen noch aufwerten. Das werden wir als nächstes auch machen. Ja. Na gut, Informationen über die Banditen. Was kannst du uns dazu erzählen? Ich hatte diese Banditen einen clean break. Now they're all suppliers. And good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying. But it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers. Survivors of a defeated army. Worked to the bone by their high and mighty lord. Only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. Okay. Ich weiß nicht, was es uns jetzt irgendwie gebracht hat, aber schauen wir uns nochmal diese Truhe genauer an. Was ist damit? Something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Cheers for that. Okay. Was wäre, wenn ich jetzt den Schatz aufmache? Ah, das ist eine Falle. Ja, schön. Toll. Well, well, well. I should have known, you scheming little thief. The gods demand vengeance. Vengeance! Habe ich mir jetzt Patches zum Feind gemacht? Ich hoffe mal nicht, oder? Oh, hallo. Wo sind wir denn eigentlich? Ach, hier. Ihr sitzt in der Falle. Ihr könnt erst zu einem Ort der Gnade reisen, wenn ihr an einem rastet. Na gut, so weit weg sind wir eigentlich nicht, ne? Ja, tschüss. Oh. Ich hoffe mal, wir laufen in die richtige Richtung. Sind aber ganz schön viele Bären hier am Start, ne? Ach, laufen wir doch mal erstmal easy zurück, würde ich mal sagen. Servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. Oh, Ertri, grant me succor. Nee. Lass mal, es ist für mich noch ein bisschen zu früh gegen euch. Hallo, bitte, lass mich doch einfach mal auf der Karte, danke. So. Ja, das war ein ziemlich doofer Fehler. Aber damit habe ich jetzt auch zumindest gesehen, was uns diese Schatztruhe gebracht hat. Ach komm. Ich glaube, ihr wusstet wahrscheinlich, dass ich es auch wusste, ne? Ich wollte einfach nur herausfinden, was da Sache ist. So. Gut, wir können ja erst zum wieder reisen, wenn wir einen Ort der Gnade berühren. Das machen wir jetzt einfach mal. Ja, wo sitzen wir denn? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal vielleicht mal die Ort der Gnade auf der Seite, oder? Wo sind wir denn am ehesten? Warte. Wir sind hier. Na komm, wir gehen uns mal hier hin. Zu diesem Agesee.
Tut tut. Und hoppa. So. Ach ja, ich hoffe, Patches ist jetzt nicht sauer auf uns, nur weil wir jetzt irgendwie versucht haben, ihm seine Truhe aufzumachen. Ja, wobei auf der anderen Seite denke ich mir, ganz ehrlich, ist mir auch egal. So, wir gehen mal nochmal zu ihm. Vielleicht müssen wir ihn ja nochmal besiegen. Nein, glaube ich nicht. Ich denke mal, das war einfach nur ein unglücklicher Zufall. Hätte ja prinzipiell sein können, oder? Hallo? Hi. Yep. Oh, you had me proper scared, puffing away in a flash like that. Well, maybe it's a sign to keep your mitts off what's not rightly yours, But I'll forgive you. View it as a learning experience. At any rate, it's just nice to see you safe. Oh, don't miss all the bargains here at Patches Emporium. Ah, dafür haben wir ein Emote bekommen. Cool. Also eine Geste. Hast du jetzt neue Sachen für uns? Nee, ne? Okay, alles klar. Also führt uns ja einfach im Endeffekt hier irgendwo raus. Na gut. So, dann kehren wir mal zum Eingang zurück. Ja. Und dann kommen wir vermutlich hier raus, genau. Ach ja. Sehr, sehr friedlich hier. So, aber ich würde mal an dieser Stelle sagen, wir porten uns einfach mal zu dieser Licht der Gnade vor dem Tor. Ja, da würde ich auch einfach mal sagen, ich beende einfach mal die Aufnahmesession und damit auch die Folge hier. Weil, ne, es geht ein bisschen kürzer, aber gut, dafür habt ihr auch lang genug hier jetzt extra Folgen gehabt. Von daher. Also, nicht lang genug, sondern beziehungsweise oft genug. Von daher. Na, ich dachte, ich könnte vielleicht nochmal die Schatztruhe plündern. Das wäre ziemlich witzig, aber ist dem leider nicht so. Ne, und so würde ich mich an dieser Stelle bei euch ganz herzlichst für diese Ausgabe hier bedanken. Ich denke mal, wahrscheinlich mit dem Steingräber-Troll haben wir auf jeden Fall einen kleinen Highlight gelegt. Ja, ein bisschen verschmutzt das Ganze hier mit diesem Kampf gegen diesen einen Bluthundritter, aber das denke ich auch mal ist jetzt kein Ding an der ganzen Sache. Jedenfalls, wie gesagt, bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch diese heutige Ausgabe gefallen haben sollte, dann lasst gerne eine Bewertung auf dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits. Auch ist wie immer konstruktive Kritik hier sehr gerne gesehen. Ja, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich einfach mal von der Aufnahmesession. Wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe, dann mit der nächsten Storytime. Ja, das heißt, wir erfahren doch so ein bisschen Geschichtliches wieder. Ja, und dann geht es auf in Richtung Stormwell Castle. Ne, zu diesem Sturmburg. Auf Deutsch oder so ähnlich. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein.